Sie sind hier 31. Juli 2018, 20.16 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Avni Yildirim will erneut um eine Weltmeisterschaft boxen. Urheberrecht Getty Images. Boxprofi Avni Yildirim steigt am 15. September in den Ring. Gegner des Türken ist ein erfahrener Kämpfer aus Dänemark. Sport 1 zeigt den Kampf abend live. Auf seinem Weg zu einem erneuten WM-Kampf steigt Boxprofi Avni Yildirim am 15. September in Ludwigshafen in den Ring. Der Türke trifft in einem Kampf um den WBC-Internationaltitel sowie um den WBC-Eliminator im Supermittelgewicht auf den 46-jährigen Dänen Lol Engarmok. Der Kampfabend wird ab 20 Uhr live von Sport 1 übertragen. Mit einem Sieg käme Mr. Robert seinem Ziel, erster türkischer Weltmeister im Profiboxen zu werden, wieder einen Schritt näher. Bei seiner ersten Chance kassierte er im Oktober 2017 gegen den Engländer Chris Eubank Jr. eine bittere K.O.-Niederlage und schied somit auch aus der World Boxing Super Series aus. Dies war zugleich seine erste Niederlage in einem Profikampf. In der Zwischenzeit verteidigte er seinen WBC-Internationaltitel mit Siegen gegen Derek Edwards und Ryan Ford. Sport 1 zeigt dieses Jahr 20 Kampfabende live im Free-TV, unter anderem mit Arthur Abraham, Tyron Zeuge und Vincent Feigenbutz. Yildirim bereitet sich derzeit in Miami auf das Duell gegen Mok vor. Der in Kinshasa, Republik Kongo, geborene Däne gewann seine letzten 11 Kämpfe und konnte in seiner langen Karriere, Kampfrekord 4-2-1-4-1, auch etliche Titel holen. Zuletzt schlug er Anfang Januar überraschend den haushohen Favoriten Dmitri Chadinov, Russland. Yildirim will ein Pack in den Kampf zeigen, ich habe noch nie einen Gegner unterschätzt. Und ich weiß auch, dass dieses Duell die letzte Chance für Mok auf einen WM-Kampf sein wird. Ich hingegen freue mich einfach auf diesen Fight und möchte meinen Fans in Deutschland einen Pack in den Kampf zeigen, sagt Yildirim. Neben Yildirim wird am 15. September auch Vincent Feigenbutz kämpfen. Er wird in einem deutschen Duell auf Toni Kraft treffen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen.